Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma 9FF. Da wir letztes Jahr das Verkaufsvideo gedreht haben zu dem 996 Kaufberatung Pro und Contras, dachten wir, wir stellen hier mal ein paar Motoren hin. Das sind nämlich alles 996 Motoren. Und dann können wir mal ein bisschen zeigen, so Unterschiede. Was machen wir an Tuning, was machen wir an Motortuning und was machen wir an Umbauten, die auf dem Originalmotor basieren. So, wie man hier erkennen kann, wir befinden uns hier an einem 996 Turbo. Ziemlich original, wenig gelaufen, Zustand sehr gut. Das ist aber gar nicht das Thema. Und zwar wollten wir mal ein bisschen auf Thema Motor eingehen. Und zwar, beim 996 Turbo sind unter anderem die Ansaugwege ungleich, was nicht besonders schön ist. Genauso wie die Ansaugbrücke, ist original aus Plastik, hat auch sehr ungleiche Wege. Kommen wir gleich darauf zurück, habe ich eine geholt. Warum man den 996 Turbo gut erkennen kann, sofort wenn der Heckdeckel offen ist, der Benzinkühler hier oben verschraubt, nicht von oben drauf, das Pluskabel ist hier vorne mit dran, sind so die ersten Kleinigkeiten, zum Beispiel der Öleinfüller ist schwarz, beim 997 Silber. Und ja, der Originalmotor hat 420 PS, 3,6 Liter. Mit dem originalen Motor gehen maximal um die 800 PS. Wir begrenzen lieber bei 750, hat mit dem Drehmoment zu tun, weil die originalen Pleuel eigentlich nicht mehr als 850 Newtonmeter auf lange Zeit aushalten. Die verbiegen sehr schnell, sind dann krumm. Das Problem ist, wenn sie krumm sind, brechen sie natürlich irgendwann durch. Und wenn sie durchbrechen, schlagen die den Motorblock kaputt, was dementsprechend teuer ist. Deswegen machen wir mit Originalmotor maximal bis 750, für spezielle Kunden 800 PS. So. Wir fangen an bei solchen Autos ganz normal mit einem Chip-Tuning. Das ist im Prinzip eine Stage 1, ziemlich simpel. Als nächstes kommt dann schon eine Stage 2. Das wäre im Prinzip Programmierung mit Auspuff, 200 Zeller Cuts, Klappenauspuff. Klingt dann schon mal deutlich besser. Besser für Abgasgegendruck. Abgas kann besser abgeleitet werden, abgeführt werden, wie auch immer. Hat den Vorteil, dass die Lader höher drehen können oder schneller auf Drehzahl kommen. Und daraufhin gewinnt man unten raus schon mehr Leistung, macht deutlich mehr Spaß zu fahren. Ja, bei einer Stage 3 ist es schon ein bisschen umfangsreicher. Dann wechseln wir meistens schon Krümmer mit. Andere Turbolader, beziehungsweise wir überarbeiten die originalen Turbolader. Die werden überholt, auseinandergebaut, Verdichter wird vergrößert. Kann man dann ca. 700 PS machen. Muss man an der Peripherie noch ein paar andere Sachen verändern. Unter anderem eine Zusatzbenzinpumpe, Ladeluftkühler und ein paar Kleinigkeiten. Luftfilter ist sehr wichtig. Den machen wir schon ab Stage 1. Also alles noch überschaubar. Danach, wenn es schon Richtung Mehrleistung geht, Richtung 800 PS, 750 PS, müssen wir schon anfangen, das Y mit umzubauen. Da gibt es auch andere größere Ys, die man 1:1 tauschen kann, was relativ simpel ist. Bietet sich natürlich an, dass man mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Leistung herausholt. Ist natürlich gut für den Kunden am Schluss, weil der Preis dann relativ gering bleibt. Wenn man über diese Leistung hinausgehen möchte, müssen wir natürlich den Motor verstärken. Und ich würde sagen, wir gehen mal zu dem ersten verstärkten Motor, der hier schon direkt neben uns steht. So, das hier ist der erste Kandidat. Ein 996 Turbo Motor, den wir weiterhin mit 3,6 Liter bauen. In dieser Ausführung natürlich auch 3,6 Liter. Dieser hat jetzt 1000 PS bekommen mit unserer ersten großen Motorumbaustufe. Gibt ja die erste kleine, sag ich mal vorsichtig, mit den 850 bis 900 PS. Und das hier ist im Prinzip die erste große, wo wirklich sehr, sehr viel geändert wird. Wir fangen mal an mit dem Optischen, was sofort erkennbar ist, und zwar die Ansaugbrücke. Die Ansaugbrücke ist nämlich eigentlich vom 997 Turbo. Ich hole mal eben einmal schnell, ich habe die hier nämlich schon stehen. Einmal, ich hoffe, die sieht man auf der Kamera, eine Ansaugbrücke vom 996 Turbo. Wenn man sich das mal anguckt, ist das von der Strömung her eigentlich nicht besonders dolle. Anderes Problem, sobald man Richtung 2 Bar geht, platzen die Dinger gerne auseinander. Wäre natürlich doof, Kunde auf der Autobahn, lange Dauer Vollgas gefahren, lange 2 Bar drin, Ansaugbrücke Platz, muss ich abschleppen lassen, super ärgerlich. Deswegen benutzen wir für 1000 PS in der Regel die 997 Ansaugbrücke. Hat auch noch den Vorteil, dass wir ein originales 997 Turbo Y einbauen können und den originalen 997 Turbo Luftfilterkasten. Daraufhin bearbeiten wir den Heckdeckel bei dem Auto. Der hat original nur einen Luftauslass für den Luftfilterkasten bzw. Einlass. Und auf der anderen Seite fügen wir noch einen zweiten hinzu. Mehr Frischluft, kann natürlich mehr Leistung regenerieren. So. Also, das zum Thema Ansaugbrücke. Wir verbauen in dem Zuge natürlich auch noch eine 997 Turbo Drosselklappe. Die ist ein bisschen größer, hat natürlich den Vorteil, mehr größere Drosselklappe, mehr Volumen im Brennraum, also mehr Luft kann zugeführt werden in die Ansaugbrücke und dementsprechend können wir mehr Leistung regenerieren. Ja, wir können Rails und so etwas original lassen. Das wird alles stark modifiziert, damit das alles zusammenpasst mit unseren geänderten Düsen. Was wir sonst immer machen beim 996, ist genauso wie beim 997, hier vorne die Wasserpumpenkonsole, die wird einmal komplett auseinandergebaut. Wir verkleben die Anschlüsse alle neu, alle Schläuche kommen neu, weil 996 Turbo ist halt mittlerweile halt auch um die 20 Jahre alt. Dementsprechend
machen wir das natürlich einmal alles neu, weil Wind über die Zeit härtet das aus, nicht besonders schön und man läuft Gefahr, dass natürlich später etwas undicht wird. Deswegen einmal alles neu. Der Kollege hier hat in dem Zug auch noch alle Schrauben chromatiert bekommen. Haben wir gemacht, weil einfach alle Schrauben sehr rostig und angelaufen waren, korrodiert waren über die Zeit. Und bei so einem Neuaufbau ist es dann schade, wenn man dann bei so schönen, gestrahlten neuen Teilen dann rostige Schrauben verbaut. Ja. Kraftstoffsystem ist komplett von uns geändert. Turbolader sind hier drauf, G30 770, obwohl, nee, das ist der 1000er, auf dem nächsten sind die G30 770, der hat GTX 3076, zweimal rechts drehend, der nächste hat rechts links drehend, aber da gehen wir gleich drauf ein. Und ja, also CNC gefräste Köpfe, Motor war einmal ganz auseinander. Wir haben mit dem Block natürlich angefangen. Block wurde verstiftet, unsere Pleusen reingekommen, 997 Turbokolben, frisch gehonte Zylinder, Wasserkästen wurden geplant. Zuerst einmal mit Zylindern zusammen, Zylinder raus, einmal einzeln übergeplant, damit die Buchsen Überstand haben. Dann hat er in dem Zuge auch noch unsere Firing Head Gasket bekommen, was dem Kunden ermöglicht, Ladedruck über 2 Bar zu fahren, ohne dass die Kopfdichtung kaputt geht und das auf lange Zeit. Danach waren die Köpfe dran, Köpfe einmal ganz auseinander, Köpfe CNC gefräst, Ventile einmal alle raus, polieren, schleifen und dann einmal neu zusammen mit neuen Ventilschaftdichtungen und wenn es nötig ist, neue Ventilführung. In dem Zuge 996 Turbo mache ich immer neue Einlasshydrostößel rein, die gehen nämlich gerne kaputt, sieht man an der Endnummer, die haben fortlaufende Nummern, weil die schon mehrfach ersetzt worden sind. Die meisten haben natürlich halt immer auch die Nummer 1 drin und die fallen gerne auseinander, die brechen auseinander, dann fällt da die Feder raus und dann gibt es ein ganz tolles Klackergeräusch im Motor, nicht besonders schön, deswegen werden die auch immer getauscht. Einlass- und Auslassnockenwellen, in dem Fall haben wir hier nur eine Auslassnockenwelle gemacht, das reicht völlig aus für die Leistung. Mit einer Einlassnockenwelle würde anfangen zu sägen und ein bisschen unruhend zu laufen. Finden die meisten Leute nicht besonders schön oder unangenehm eher gesagt. Deswegen bei dem Auslassnockenwelle mit rein. Ja, im Prinzip einmal alles von uns umgebaut, einmal alles auf den neuesten Stand gebracht. Alle Dichtungen, Lagerschalen und sonstiges wurden überholt. Das war es im Prinzip im Großen und Ganzen zu dem Motor. Ich würde sagen, wir springen direkt weiter an den nächsten. So, wir befinden uns jetzt hier an dem nächsten Motor. Das hier ist ein 3,9 Liter Motor. Der hat eine 1200 PS Optimierung bei uns bekommen. Und ich würde sagen, wir fangen wie bei dem anderen direkt wieder oben an. Also, wie man erkennen kann, die Ansaugbrücke sieht schon wieder ganz anders aus als bei dem Motor. Das ist eine Gussansaugbrücke, die wir in dem Fall verschweißt haben. Der Kunde hatte die Ansaugbrücke schon drauf, als der Motor zu uns gebracht hat. Der ist vorher 6-7 Jahre lang mit dem Umbau gefahren. Mit einem ähnlichen Umbau waren immer vorher knapp um die 1000 PS. Jetzt haben wir erhöht auf 1200. Haben den Motor, ja, ich würde sagen, stark verändert, weil wir nämlich auch den Motor, den Hubraum erhöht haben von 3,6 auf 3,9 Litern. Dann sind unsere Dragstar-Kolben drin, so nenne ich sie gerne. Die sind aus den Schmiedekolben. Eigentlich unzerstörbar. Also ich kann mit meiner ganzen Laufbahn, seitdem ich hier arbeite, habe ich nicht einmal einen kaputten Kolben gesehen, im Sinne von, er ist durch Materialermüdung oder sonstiges kaputt gegangen. Klar, bei Überlastung, Motor kalt, immer treten, dann läuft so ein Kolben natürlich schnell ein und eine Zylinderwand sieht natürlich dementsprechend schlecht aus. Ja. Also, Motor in dem Fall umgebaut, 3,9 Liter, andere Kurbelwelle drin, Kolben mit größerer Bohrung von 100 auf 102,7 mm, Stahlzylinder, auch Firing Head Gasket, GT3-Köpfe speziell umgebaut. Der Motor fährt nämlich mit Hochdrehzahlen, der fährt nämlich auch keine normalen Nockenwellenkästen mehr, doch, der fährt noch mit Vario Cam Plus. Also GT3-Köpfe so umgebaut, dass sie weiterhin mit normalen hydraulischen, also mit normalen Hydros funktionieren. Dementsprechend wird der Motor dann drehen, ich würde sagen, so ungefähr 7600 Umdrehungen. Reicht doch eigentlich alle mal aus für 1200 PS. Braucht man nicht unbedingt viel mehr Drehzahlen. Ja, sonst Nockenwellen haben wir umgebaut, Einlass wie Auslass, relativ scharfe drin, weil 1200 PS braucht man schon relativ viel Füllung und vor allem möchte man das Abgas auch aus dem Motor wieder rausbekommen, dass jede nachfolgende Verbrennung halt eine saubere Verbrennung ist und wieder 100% Leistung erzeugt werden kann. Ja, sonst, wie man hier sieht, Turbolader rechts-links drehend, sehr schön, können wir symmetrisch bauen. Krümmer sind dann im Prinzip komplett identisch. In dem Fall sind das G30 770 Lader, 2 Stück, also eigentlich Leistung gut für 1400 plus PS. Wenn man das jetzt hier nicht übertreibt und fährt die ganze lang so um die 2 Bar herum, kann man das normal mit 102 Oktan befeuern und braucht kein Rennbenzin, kein gar nichts, könnte das theoretisch jeden Tag auf der Straße nutzen. Ja. Hier natürlich genau das gleiche, Motor einmal komplett neu aufgebaut, alle Dichtungen, alle Lager, einmal alles neu. Ja, ich würde sagen, wir springen direkt zum nächsten. Wir sind jetzt hier schon bei dem nächsten Schmuckstück. Das ist hier mit Abstand die größte Ausbaustufe für 996, zumindest der stärkste, den ich bisher gebaut habe hier in der Firma. Das Auto lief früher immer auf 1400 PS. Man kennt es von dem einen oder anderen Event, das Fahrzeug. Das ist ein schwarzer 996 Turbo.
vorher mal ja, schwarz-matt gewesen, dann schwarz-glanz mit so einer Camouflage-Beklebung und jetzt ist er wieder schwarz-glanz. Naja, so, wir bauen das Auto weiter um. Der Kunde fährt damit nämlich Beschleunigungsrennen, Viertelmeile, halbe Meile, hauptsächlich halbe Meile. Und ja, auch 3,9 Liter Umbau bei dem Fahrzeug. Wie man sieht, auch wieder gleiche Brücke wie bei dem Kollegen. Die ist noch nicht verschweißt. Das Fahrzeug befindet sich noch in der Aufbauphase. Ich bin leider noch nicht ganz fertig, aber wir wollten euch den Motor trotzdem nicht voranhalten, weil hier nochmal ein paar ja, Sachen noch mal besser dran sind als an dem Kollegen. Unter anderem, was man jetzt ganz gut, ich hoffe, man sieht das auf der Kamera ganz gut. Wir haben hier zwei Injektoren pro Zylinder. Wir haben hier nämlich eigene Stutzen, die können wir uns unsere Brücke drauf bauen. Ja, da. Ja. Wir haben nämlich eigene Stutzen dafür uns extra machen lassen, die dann natürlich auch zu der Kanalform des Kopfs passen, die wir haben fräsen lassen. Der Vorteil ist dadurch, durch die Doppeldüsen, die wir fahren, dass wir halt im Teillastbereich oder im Prinzip alles kurz vor Volllast über eine Düse fahren können. Und sobald wir wirklich auf Volllast sind, schalten wir die zweite Düse dazu. Was sehr cool ist für unsere 1400 PS Motoren, da können wir das dann nämlich einfach mit zwei originalen Kraftstoffdüsen bauen. Was den Vorteil hat, dass man im Prinzip den ganzen Teillastbereich und Roll, also alles, wo man rollt und maximal 50% auf dem Gas steht, kann man alles dann über die originale Düse fahren. Das heißt, der Kraftstoffverbrauch bleibt sehr gering. Ja, in dem Fall aber der Kraftstoffverbrauch nicht im Vordergrund, sondern eher die Maximalleistung. Deswegen halt zwei Düsen pro Zylinder, a 980 Kubik. Ich denke, das wird reichen. Das ähnliche Setup sind wir gefahren in dem Salvatore-Auto mit 1800 PS. Und ja, ich denke, der Kollege hier wird auch in diese Richtung gehen. Irgendwo zwischen 1600 und 1800 PS wird er am Schluss definitiv liegen. Motorumbau auch 3,9 Liter, aber nicht wie bei dem hier. Der hier hat das noch mit Stahlpleuen, weil der dreht nicht besonders hoch. Der hier fährt mit unseren Titanpleuen. Sie haben beide die gleichen Dragster-Kolben drin, beide die gleichen Zylinder drin. Bei dem ist aber alles GT3, der hat GT3-Köpfe mit auch noch größer gefrästen Auslasskanälen, damit das Abgas halt noch besser bei der hohen Drehzahl schon entweichen kann. Nockenwellenkästen sind dementsprechend auch vom GT3 wegen der Hochdrehzahl. Da sind keine Hydrostöße mehr drin, sondern Tassenstöße, die deutlich leichter sind und auch kürzer sind, ermöglichen einem deutlich mehr Hub und also Hub an der Nockenwelle, dass das Ventil weiter geöffnet ist und man kann halt auch Nockenwellen einbauen, die halt auch noch länger geöffnet sind. Was in dem Fall ist, das Auto fährt so mit Abstand mit der größten Nockenwellenvariante, die wir haben für die GT3-Köpfe. Wir haben noch eine Nummer größer, aber das ist natürlich nur vorenthalten für die, die 2000 PS und mehr machen wollen. Ja. Wie man sehen kann, ist es 996 als Basis gewesen. Man erkennt das hier vorne wieder gut an dem schwarzen Schnorchel. Hat nur einen Ölkühler drauf, so wie beim GT3 das sonst auch ist. Lader sind bei dem Auto relativ speziell. Das sind GTW-Lader, GTW 38. Verhaut mich nicht. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es 3884 sind oder wie sie genau heißen. Es ist nämlich ein Custom-Lader, der aus mehreren Turboladern besteht. Der Turbolader wird am Schluss pro Lader um die 1100 PS machen. Also, ich hoffe mal, dass wir hier die 1600 PS mit erreichen werden. Ich denke, das sollte aber kein Problem sein. Ja, wie man hier sehen kann, das Abgasrad ist natürlich deutlich größer als bei dem vorherigen Modell. Frischluftseite dementsprechend natürlich auch sehr, sehr groß. Und ja, ich glaube, sonst habe ich gar nicht großartig viel zu erzählen. Doch eine Sache wollte ich noch erwähnt haben. Und zwar, wir bauen ja alles hier im Haus. Krümmer, Ladedruckregelung und so weiter und so fort. Alles, was dazugehört, alles, was gespeist wird, gebogen wird etc. Die haben natürlich alle unterschiedliche Krümmer, weil du brauchst jetzt hier nicht unbedingt für eine 1000 PS Version in Krümmer in 45 mm. Der reicht 40 mm völlig aus. Ist viel besser, weil die Luft durch ein dünnes Rohr viel schneller strömt. Das heißt, man hat viel früher Ansprechverhalten. Ist in dem Falle gar nicht so wichtig, sondern es ist viel wichtiger, dass die Endleistung über ein gewisses Drehzahlband ja, steht. Ob es jetzt am Ende des Drehzahlbands ist oder relativ am Anfang, ist egal. Hier wäre es besser natürlich am Ende des Drehzahlbands, weil dann natürlich möglichst viel Leistung bei rumkommt. Der Kollege kann nicht 9000 drehen, deswegen die Modifikation, so wie sie gemacht worden sind. Ja, falls ihr Fragen habt zu diesem ganzen Thema, welche Motorumrüstung ist für welchen Typ die richtige? Wann mache ich eine Motorrevision? Macht das Sinn, meinen Motor einfach nur Serie zu revidieren? Ja oder nein? Oder generell, was kostet so ein Umbau, reiner Motorumbau oder ein ganzer Fahrzeugumbau, egal ob es Stage 1 und so weiter und so fort ist. Wenn ihr mögt, schreibt uns gerne einfach eine E-Mail. Wir sind weiterhin erreichbar und falls ihr irgendwelche Fragen habt, können wir die ja eventuell in das nächste Video einfließen lassen. Also schreibt gerne was in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.